Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. In diesem Video schauen wir uns ein neues Early Access Spiel an, und zwar heißt es No Rest for the Wicked. Ich habe schon ein paar Videos dazu gesehen. Das soll so ähnlich sein wie Diablo, aber ein bisschen mit Souls-like Elementen, das heißt ein bisschen schwieriger. Und das ist das, was ich halt an Spielen wirklich mag, dass sie ja fordernd sind, und wir schauen es uns an. Ich habe hier auch nebenbei den MSI Afterburner zu laufen, um zu gucken, wie hardwarehungrig das ist. Denn wo ich das Spiel gerade gestartet habe, habe ich gesehen, dass dort keine Möglichkeiten ist, einen DLSS einzuschalten. Und ja, momentan ist das Spiel, wie gesagt, ziemlich hardwarehungrig, was ich aus diesen Daten sehen kann, denn ich habe eine 3090. Ich spiele gerade zwar auf 4K und auf höchsten Einstellungen, ich nehme es auf, glaube ich, mit 1440p, aber man sieht dort, dass die Grafikkarte momentan bei 83% schon ausgelastet ist. Und ja, es ist schade, dass momentan, also das, es steht hier in den Einstellungen, dass DLSS demnächst kommt. DLSS ist ziemlich gut, das nimmt uns sehr viel Last von der Grafikkarte weg. Und ja, aber momentan ist es ziemlich gut. Okay, wir können uns einen Charakter stellen, Mann. Okay. Oh, das Spiel hat so ein, ja, so ein Cartoon-Look, ne? Das ist interessant. Ja. Keine Ahnung, nehmen wir irgendwie. Oh, wir können es noch anpassen. Okay, Gesicht. Okay. Das erinnert mich, ich weiß nicht, ob ihr die Serie geguckt habt, Arcane auf Netflix. Das ist eine Serie über League of Legends. Und das hat auch so einen Cartoon-Stil. Oh, wir können eine Frisur machen. Cool. Okay, das ist gut. Okay. Also, es sieht okay aus, ne? Diese Grafik, dieses Stil. Also, es ist halt so eine Stilrichtung. Ist nicht wirklich meins. Aber sieht gut aus. Ich stehe dann eher so drauf, könnt ihr auch Videos auf dem Kanal anschauen. Witchfire. Das Spiel ist auch gerade im Early Access auf Epic Game Store, und das sieht einfach nur hammergeil aus. Das Spiel benutzt, also Witchfire benutzt ja, gescannte Objekte, und dadurch sieht die Welt einfach nur bombastisch aus. Okay. Hoho. Nehmen wir, wo war das? Wo war das? Nee. Na komm, das. Augen, ja egal, Nase, Position. Ja egal, Mund. Kiefer. Na gut. Änderung akzeptieren. Okay. Ja, erstellen. Erstellen. Ein Reich erstellen. Okay. Reich erstellen. Ja, bestätigen. When I was a child, God told me stories. Krass. Boah. Also ziemlich hungrig. Das Spiel hat wer hungrig, möchte ich sagen. Ich glaube, das ist ein Top-Down. Ja. Also man ist halt von, man guckt von oben nach unten. Also dafür, dass es die Grafik so gezeichnet ist, ja. Also man sieht dort bei meiner Grafikkarte, ne, ist gerade bei 300 Watt Leistungsaufnahme. Und maximal ist, glaube ich, bei mir 350.
Ich habe eine 3090, also 350 Watt Leistungsaufnahme, und wir sind jetzt schon bei 300. Krass. Okay. Ja, sieht schon ziemlich atmosphärisch aus. Oh, die Wolken, die sind da so, als ob sie gezeichnet sind, ne? Ja, ein ziemlich interessanter Grafikstil. Some worth bringing the likes of them to shore. Okay. Und wir das? Boah. Also Leute, da ist überhaupt nichts zu sehen und wir haben eine Leistungs... Wir sind bei 97%. Wahnsinn. 100% Leistungs... Heilige Scheiße. Sandra, keep walking, filth. I'll trade no words with you. No good will come of this. Captain wants a word with you up above. Okay. Also, wie gesagt, das Spiel, dafür, dass momentan gar nichts passiert, es ist ziemlich hardwarehungrig, muss ich sagen. You put the men on edge, Sarah. We've trafficked in people before, but, well, I won't be sorry to be out of these waters, with you off my ship. I was paid to deliver you to Sakura in one piece, and I will. But get to your quarters and stay out of our way till landfall. Walt will let you below decks. Okay. Okay, Kiste. Münzen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, woher solche starken so ein starker Hardware-Hunger kommt. Das, wie gesagt, es ist ein Toon Shader hier drin. Es ist kein Raytracing. Also oh, die Schläge fühlen sich aber ziemlich wuchtig an, finde ich. Krass. Woher diese, also wie gesagt, woher dieser Hardware-Hunger kommt? Boah. Okay. Hey, you. A little help with a meal? Fetch me the mushrooms from the shelf and herbs from the table. I have to keep stirring, or it'll go from bum to ashes. Wahnsinn. Also wie gesagt, ich spiele ja noch Witchfire und Witchfire ist nicht so hardware-hungrig, sieht aber auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, also grafisch sieht es viel besser aus als, was muss ich denn machen? Okay. Okay. Wow. Okay. I fixed up your bed myself. Real nice like. Don't fret if you can't sleep. First few weeks aboard, I couldn't catch a wink. Ist das unser Bett? Wie sollte es denn anders kommen? Wenn wir mit einem Schiff unterwegs sind, dann ist es klar, dass der Schiff mehr untergeht.
Okay. Angriff. Ausweichen, okay. 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 No. Habe ich hier eine Ausdauerleiste? Okay. Wie kann ich das aufheben? Ah. Okay. Okay. Inventar. Okay. Ein Schild. Keine Waffe. Okay. Das Schild müssen wir auch automatisch halten, ne? Das Block. Interessant, interessant. Okay, kein Ausdauer. Okay, wir haben hier eine Ausdauer. Okay. Mit den Pilzen haben wir uns geheilt. Inventar. Wir hatten hier doch noch Fleisch, oder? Fleisch. Aha, das ist für Kochrezepte. Das heißt, wir müssen hier noch kochen. Interessant. Müssen wir da irgendwie spielen? Ah. Wir sind zurück, oder? Gibt es hier irgendwie eine Minimap? Karte. Keine Karte. Aha. Wir müssen sprinten, okay. Schwert. Okay. Okay. Näher dich der Wand. Okay. Ich hab doch gedrückt. Y, was zum Teufel? Das Ding, ey, was ist denn los? Das gibt's doch einfach nicht. Stelle ich mich gerade so dumm an oder checke ich nicht, was man da machen muss? Also,
Näher dich der Wand neben der Tür und drücke Y, um an der Wand entlang zu laufen, okay? Ich drücke Y. Krass. Das ist ziemlich dumm gemacht. Oder wie gesagt, entweder stelle ich mich dumm an oder... So, näher dich der Wand neben der Tür. Ah! Oh Mann, vielleicht ein bisschen mehr den diesen Aktionsbutton und nicht, dass man so dorthin geht. Parieren. Okay. Ein Apfel. Ein Schlüssel. Oh. Wow. Okay, kein Ausdauer mehr. Probieren wir mal sein Parieren. Nochmal. Zu spät. Wow. Okay. Oh. Krass. Okay. Ich würde sagen, wir essen mal den Apfel. Tür öffnen. Der Angriff aus dem Hinterhalt. Mhm, man kann hier auch schleichen. Interessant. Okay, Ward. Halte durch, Junge. Nahrung essen. Ja. Können wir dich irgendwie befreien? Nein. Oh. Aha. Oh Gott, das Spiel hängt aber. Krass, ne? Also man sieht... Wir sind gerade bei 40 FPS. Mit einer 3090. Ist das die Bösewichte? Oder ist das unser Captain? Let it burn. Show these mainlanders that Sakra is our island. Oh gut, Gott, seht ihr die Dings da, die Synchro mit der Sprache passt auch nicht. Oh, Wahnsinn. Oh Gott, guckt euch das an. 40 FPS. 40 FPS. Heilige Scheiße.
Okay. Hey. Wow. Na, komm her. Komm her. Okay, Ausdauerprobleme. Ja, aber Wahnsinn. Hab ich doch gerade gedrückt, oh Mann. TPA. Okay. Oh, ich sehe gar nichts. Ne? Man sieht gar nichts. Heilige Scheiße, Leute, ey, what the fuck? Das gibt's doch einfach nicht. Okay. Hä? Ah, ich hatte keine Ausdauer, okay. Boah. Wow, okay, der Typ ist groß. Okay, nicht gut. Oh, habe ich ihn gar nicht gesehen. Hä? Ich habe doch gerade einen Halter genommen, oder nicht? Also auf jeden Fall, wie gesagt, das Spiel ist sehr hardwarehungrig. Also die, ich weiß, das ist im Early Access, aber Optimierung, 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 so viel passiert gerade hier auch nicht, dass es meine Grafikkarte so auslastet, ne? Das Kampfsystem ist cool, muss ich wirklich sagen, ist ziemlich cool für so ein Top-Down-Spiel. Aber die Hardware, also die Performance-Leistung ist nicht so gut, würde ich mal sagen. Also es wird sich wahrscheinlich bessern, wenn sie DLSS dazu packen. Aber momentan, ja. Also wie gesagt, es passiert gerade nichts. Es ist einfach nur eine Zwischensequenz. Und meine Grafikkarte ist bei 315 Watt Leistungsaufnahme. Maximal kann sie 350 Watt, ne? Also wir sind bei 70%, wo nichts passiert. Das ist schon ziemlich heftig. Ich weiß nicht, mit welcher Engine sie das gemacht haben, aber auf jeden Fall... ist die Performance nicht so gut. The king is dead. Long live the king. He was a great man and a good friend. I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. I offer my condolences and my counsel. As I did for your father for the many great years. Pestilence has returned, Lord Bowrus. Yes, I have heard the rumors. They're not rumors. Even now, it ravages the island of Sacra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. Okay. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough.
Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against it. It's already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sacra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Okay. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sacra will recover. No. Sacra will be reborn. Mm-hmm. This is my responsibility to the kingdom. With God's hands, we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe, screaming into the light. Okay, das sind wir. Ja, also das war der Prolog, glaube ich, vom Spiel. Und ich würde auch sagen, wir machen hier Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, wie zum Beispiel Tekken 8 Online Ranked, würde ich euch die empfehlen. Wenn ihr aber Bock habt auf ein anderes Early Access Spiel, Witchfire, was ich finde nicht so hardwarehungrig ist wie das Spiel und also grafisch auch, ich würde es mal sagen, besser aussieht, dann würde ich euch das Video empfehlen mit Witchfire und dann sehen wir uns im nächsten Video.